Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, sind Services. Ein Service ist eine Hintergrundaktion sozusagen, die intern ausgeführt wird, von der der User nicht unbedingt was mitkriegen muss und die auch möglichst nicht den User daran hindert, sein Programm weiter zu benutzen. Und ja, die einfachste Art, so eine Hintergrundoperation zu erstellen, ist ein Intent-Service. Und dazu geht ihr einfach hier in euer Java-Folder und macht hier New. Und dann geht ihr hier auf Service und am besten dann einen Intent-Service erstellen. Das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. So, ihr seht, hier ist es alles ein bisschen arg viel, was hier kreiert wird. Das ist wahrscheinlich ja arg übertrieben auch. Ich lasse es trotzdem mal drin. Ich erkläre es euch sofort. So, ja, es geht um diese Methode hier hauptsächlich. Also ihr braucht auf jeden Fall den Konstruktor natürlich. Denn intern, ich erkläre es kurz am Anfang. Intern wird in der Also wir erben hier von der Intent-Service-Klasse, die ist wiederum eine Subklasse von Service. Und wenn wir hier den Konstruktor von Intent-Service aufrufen, dann wird intern ein neuer Thread erstellt und das ist der Name eures Threads. Und ja, mit diesem Thread könnt ihr dann natürlich, also aus meinen Multithreading-Videos wisst ihr das hoffentlich, da könnt ihr dann irgendwelche Hintergrundarbeit laufen lassen, ohne dass euer Programm blockiert. So, das ist quasi das Ganze, warum ihr das hier braucht. Und natürlich muss ein Thread auch wieder ordnungsgemäß beendet werden. Und dazu gibt es dann eben natürlich auch Methoden, aber das macht alles diese MyIntentService-Klasse, nicht die MyIntentService-Klasse, sondern die IntentService-Klasse, die ihr hier oben netterweise erben dürft. So, die zweite Methode, die ihr wirklich überschreiben müsst, das heißt, nicht alles, was hier ist, ist wirklich notwendig. Im Prinzip geht es nur um diese Methode hier. Und hier steht dann drin, was euer Service tun soll, also quasi was euer Thread in einem neuen wirklichen Thread machen soll. Also unabhängig von eurem Hauptprogramm wird diese Aktion hier drin durchgeführt. Hier kann man dann sowas machen wie zum Beispiel Download a Song oder Play a Song oder sonst irgendwas. Davon, was halt natürlich weiterlaufen soll, aber nicht euer restliches Programm blockieren soll, möglichst. Wäre vielleicht von Vorteil. So, ja, wir werden einfach mal hier in unserer Main Activity, die übrigens ganz neu ist, also ich habe einfach ein neues Projekt erstellt, mehr ist das nicht. Ja, hier kann man dann einfach sagen, okay, wir starten einen Service, dazu brauchen wir aber wieder einen Intent. Und Intent kennt ihr schon, einfach einen Intent erstellen, New Intent. Und wir übergeben this. Und wir übergeben die Klasse des Services. Das heißt, wir sagen hier Punkt Class, so wie wir es auch schon kennen. So, und dann werden wir hier irgendwie auf diese OnHandleIntent-Methode wahrscheinlich zugreifen müssen. Naja, eigentlich nicht. Wir müssen einfach nur this.startService aufrufen und hier den Intent reinschmeißen und schon wird alles für uns gemacht. Das heißt, hier wird dann intern dieser Konstruktor aufgerufen und der Konstruktor kreiert einen neuen Thread, der wiederum hat eine Run-Methode, wie wir es ja aus den Multithreading-Videos kennen. Und diese Run-Methode ruft hier diese OnHandleIntent-Methode auf. Und ja, hier wird dann eben gemacht, was wir machen wollen. So, wenn wir jetzt aber mehrere Aufgaben für unseren Service haben wollen, dann kann nur eine nach der anderen ausgeführt werden. Und dazu prüft man einfach im Intent nach, was man gerade so machen möchte. Und dazu ist der ganze andere Kram hier oben gedacht. So, jetzt machen wir das. Also ihr wisst jetzt, wie man damit umgeht, oder wie man mit der OnHandleIntent-Methode umgeht. Das nächste ist natürlich dieser ganze Kram, der hier wirklich reingewurschtelt wurde von denen. Foo und Bat sind einfach Platzhalternamen sozusagen. Die könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Also hier Foo und Bat am besten ersetzen, hier oben auch. Ja, also diese Klasse, wenn ihr sie so kreiert bekommt, dann ist sie gar nicht gedacht, dass ihr das alles hier machen müsst. Sondern es ist eigentlich gedacht, dass ihr bloß sagen müsst, myIntentService.startActionButts oder startActionFoo. Und dann ist das schon alles für euch erledigt quasi. Hier müsst ihr nur den Kontext mit übergeben. Das ist dann this, also die Activity, mit der ihr es aufruft. Dann hier der erste Parameter, Param 1. Und hier der zweite Parameter, Param 2. So, und schon wird das alles ausgeführt. Was jetzt intern in diesem Service passiert, ist folgendes. Hier wird erst einmal, also ich sage jetzt mal, wir haben hier Foo ausgewählt, was wir glaube ich gar nicht haben, oder? Ja, wir hatten Buts ausgewählt, okay, Foo.
Alles klar, also was wäre passiert, wenn wir hier Foo ausgewählt hätten? Es wird intern ein neuer Intent erstellt, der den Kontext, der hier übergeben wurde, nimmt und einfach myIntentService.class reingibt. Ihr erinnert euch, das haben wir genauso gemacht. So, dann setzt man hier diese Action auf Foo. Die Action aber wiederum ist bloß ein einfacher String. Hier kann auch Foo stehen. Sowas in die Richtung. Was die hier gemacht haben, die haben einfach das Paket genommen, haben das hier reinkopiert, haben .action gesagt und dann halt die Action, die ausgewählt wurde, damit es nicht irgendwelche Mehrdeutigkeiten gibt. Also dass es auch wirklich genau das ist. Dass man es nicht unbedingt von außerhalb machen kann, so einfach. So. Die Buts ist genau dasselbe, nur dass hier hinten halt Buts steht. Also hier auch wirklich derselbe Quellcode, außer dass hier überall Buts steht. So, was dann gemacht wurde, ihr kennt es aus den Intent-Videos, die ich schon gemacht habe. Man sagt hier, okay, der Key für das erste Extra oder für den ersten Parameter ist einfach extra param 1. Das ist dann so ein langer Wurstcode. Ihr könnt hier, wie gesagt, auch wieder irgendwie diese To-Dos, die könnt ihr übrigens auch ignorieren. Ihr könnt das hier natürlich umbenennen, dann müsst ihr es hier umbenennen und da und da und da natürlich und hier unten auch. Aber dazu komme ich gleich. Also hier ist einfach irgendein String, der euch als Key dient. Und mit diesem Key könnt ihr quasi das, was der User reingesteckt hat, über diese Start-Action-Foo, hat er ja zwei Parameter reingesteckt. Bei uns war das param1 und param2. Die werden hier übergeben als Strings, werden da reingesteckt unter dem Key extra param1 und extra param2. Das kennt ihr ja auch noch aus den Videos. Und dann sagt man hier einfach context.startService und Intent. Hier ist genau dasselbe, nur dass es eben mit Buts gemacht wurde. So, und onHandleIntent macht jetzt nichts anderes, als es schaut erstmal, ob der Intent auch wirklich vorhanden ist. Das heißt, ob es irgendein gültiger Aufruf war. Dann wird hier gesagt, okay, wir suchen uns die Action raus. Das ist ja ein String gewesen, den wir hier gesetzt haben. Nämlich genau entweder der hier für Foo, also für die StartActionFoo-Methode, oder der hier für die StartActionButts. Und ja, hier wird dann eben geguckt, ob das tatsächlich derselbe ist. Also einfach hier geprüft. Ob das ein Foo ist oder ob es ein Buts ist, falls es nichts von beiden ist, dann springt man direkt wieder raus. Und wenn man hier aus dieser Methode onHandleIntent rausspringt, dann wird der Thread auch intern in der IntentService-Klasse wird er einfach wieder gelöscht bzw. terminiert, weil er ja dann fertig mit Arbeiten ist. Er hat seine Arbeit quasi getan. So. Wenn es jetzt allerdings eine Foo-Action ist zum Beispiel, dann wird hier einfach, wie wir es schon kennen, ausgepackt, was wir gerne an Extras da wieder raus haben möchten. Der Key nutzt uns dann natürlich, was wir hier reingesteckt haben. Das heißt, das ist eindeutig. Und dann wird hier eine Funktion aufgerufen, die genau diese zwei Parameter hat. Das ist leider so umständlich nötig, damit wir hier von dieser Static-Methode, die von überall ziemlich easy aufgerufen werden kann, denn ihr wisst ja hoffentlich, was Static-Methoden sind. Also hier müssen wir einfach nur das hier machen, müssen keinen neuen Intent-Service, MyIntent-Service erstellen oder sowas. Ja, das ist leider so umständlich möglich, nötig, aber man packt es hier einfach wieder so aus, hier auch, und startet dann die jeweils passende Methode dazu. Und hier wird dann eben einfach gesagt, was gemacht werden soll. So, das war jetzt relativ viel Gelaber, wenig Code geschrieben, da ja schon alles von Android irgendwie erzeugt wird. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Falls es zu schnell war, schaut es euch einfach nochmal an. Es wird wirklich einfach immer vertrauter. So ist es natürlich am beliebtesten, also man kann so relativ schnell irgendwas machen. Wenn ihr noch eine dritte Methode haben wollt, dann erratet ihr wahrscheinlich recht schnell, hier einfach noch was Drittes hinzufügen. Falls ihr noch einen dritten Parameter haben wollt, hier einfach was Drittes hinzufügen und dann hier genau nach demselben Schema verfahren. Vielleicht noch eine neue Methode hinzufügen, falls ihr noch hier was Drittes hinzugefügt habt und so weiter. Und hier unten dann natürlich auch ein else-if abfragen. Und wenn ihr hier irgendwas anderes machen wollt, dann schreibt ihr hier einfach else hin und dann hier, was ihr stattdessen machen sollt oder wollt, wenn hier kein Action Foo oder Action Buts gesetzt wurde. Genau. So, ja, das war jetzt ein wirklich viel gelaber Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr wisst jetzt, wie man mit diesen Intent Services umgeht. Also wie gesagt, diese Methode ist sehr bequem. Das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, funktioniert aber auch. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao, ciao.